Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, ich bin jetzt glaube ich aktuell im Urlaub. 15 Uhr müsste ich gerade ins Hotel eingecheckt haben. Ich habe für euch vorgedreht, Freunde. Hab mir mal die Arbeit gemacht. Ich habe erst überlegt, ob ich Videos vordrehe, aber ja, ich mach's trotzdem, ja. Und zwar, heute geht's um den Catwalk-Tabak. Huge Food, ja. Huge Food. Könnt ihr bestimmt nicht lesen. Ich blende euch hier drüben mal die OVP ein. Das Ganze habe ich zur Verfügung gestellt bekommen vom lieben Kevin Fischer. Und ich glaube, die machen auch Videos. Shisha-Zone Augsburg. Müsst ihr mal bei YouTube suchen. Pipapo. Viel Spaß mit diesen zwei Sorten Catwalk-Tabak. Hoffe, dass du davon keine Würgereize bekommst, so wie wir. Oh oh. Ansonsten eine Dose, 150 Gramm, kosten 13,90 wie Ultimate und die ganzen anderen Sorten, die 150 Gramm haben, ja. In diesem Sinne, viel Spaß und guten Rauch, Grüße Shisha-Zone Augsburg. Ja, Kevin, erstmal lieben Gruß an dich oder an euch, ich weiß ja nicht, wie viele Leute ihr seid, dass ich den testen durfte. Ich wollte mir kaufen, beziehungsweise ich habe überlegt, ja, aber dann habe ich, glaube ich, ein Video vom Shisha-Zipfel gesehen, lieben Gruß, falls du das Video siehst. Und der hat da mal ordentlich Dampf abgelassen, würde ich mal sagen. Ja, Huge Food. Ich hasse es ja, wenn auf der OVP bloß irgendein Wort steht, ja. Und man weiß überhaupt nicht, was es überhaupt sein soll. Ja, wir kommen mal zum Geruch. Also auf jeden Fall, es gibt 10 Sorten von Catwalk Tabak. Und in allen 10 Sorten sollen jeweils immer 3 Geschmäcker drin sein. Ja, und das Ding riecht ganz klar nach Wassermelone. Vielleicht noch was leicht Kühles, ja, Wassermelone, Minze. Und irgendwas ist noch dabei, ja. Aber ich kann euch nicht sagen, was, also ich gehe davon aus, dass es Wassermelone, Minze ist und noch irgendwas dabei. Auf jeden Fall riecht es nicht schlecht, ja, es riecht sehr süßlich. Setup findet ihr unten, ja, ich bin auf jeden Fall urlaubsreif, Freunde. Setup findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie ich rauche, Tonkopf, heute mal mit Alufolie, ja, Bild gibt's hier drüben. Und 3 Koko-Palmkohlen, die habe ich mal zur Verfügung gestellt bekommen. Mal schauen, wie die so sind, die werde ich euch irgendwann mal vorstellen, ja, wenn ich damit durch bin mit dem Test. Heute auch Cap andersrum, ja, der eine hat ja geschrieben, ich sehe ohne Haargel sieht's besser aus, aber das macht's jetzt auch gerade nicht besser, finde ich. In diesem Sinne kommen wir erstmal zum Rauch. Ja, von der Hitzeverträglichkeit möchte ich sagen, verträgt er gut Hitze. Jetzt wird ja noch gebohrt, ja, ich hoffe, ihr hört das nicht. Was ich noch gehört habe, der Catwalk-Tabak soll irgendwie von Bubaco kommen, ja, oder hat irgendwas mit Takeaway zu tun. Ich hoffe nicht, aber ich glaube, es stimmt, dass das, glaube ich, von Dubaco kommt, Dubaco, Catwalk, irgendwie sowas. Ja, und ich möchte es, geht mir auf den Sack jetzt hier, müsst ihr jetzt mit leben, Freunde, irgendwie, entweder bilde ich es mir ein, aber ich glaube rauszuschmecken, dass hier schon wieder diese eklige Note von dem Takeaway Kotz-Mais-Tabak ist. Ich weiß nicht, ob ich es mir wirklich einbilde, aber irgendwie ist hier so ein ganz leichter Unterton von Kotze zu verspüren. Ja? Ihr wisst ja, Takeaway ist jetzt nicht so mein Tabak. Ihr schmeckt auf jeden Fall die Wassermelone raus, diese süßliche Wassermelone, die ist nicht schlecht. Was leicht Frisches ist vielleicht noch dabei, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Ansonsten kann ich euch auch nicht sagen, was da vielleicht noch als drittes sein soll. Ja, es sollen ja immer 3 Geschmäcker drin sein. Auf jeden Fall Wassermelone, eine süßliche Wassermelone, die gar nicht mal so schlecht schmeckt. Geht in meinen Augen so leicht in die Richtung vom AF oder vom Alvaja. Irgendwas so in die Richtung,
Pfirsich, Zitrone oder sowas. Ein bisschen ist dabei, ja. Ich weiß gar nicht, ob es im Internet schon irgendwie eine Veröffentlichung gibt, was sein soll. Ja, ich glaube noch nicht. Aber auf jeden Fall möchte ich sagen, ist das Wassermelone, Minze und noch irgendwas säuerlich-zitroniges oder sowas, vielleicht so ganz leicht. Ja, und dieser leichte Kotzgeschmack ist minimal im Hintergrund, ja. Also es geht noch, ich bekomme davon keinen Würgereiz. Beim Takeaway sieht es ja da ganz anders aus. Ansonsten finde ich den gar nicht mal so schlecht, ja. Also Wassermelone hatte ich ja seit Monaten nicht mehr. Und das ist mal eine gelungene Abwechslung zu den anderen Sorten, die ich sonst immer rauche. Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht, ja. Von der Intensivität muss ich sagen, ist er ein bisschen mild. Der lässt sich auf jeden Fall gut rauchen. Drückt nicht, kratzt nicht. Ich drehe nochmal die Kohlen, dann schauen wir mal, wie er die Hitze verträgt. Oder ob er Hitze verträgt, ja. Also bisher muss ich sagen, lässt er sich gut rauchen. Schauen wir mal, was er zu ein bisschen mehr Hitze sagt. Irgendwas ist noch dabei. Ich kann es euch nicht sagen, Freunde. Falls ihr den schon mal geraucht habt, schreibt es mal unten in die Kommentare rein, was ihr noch rausgeschmeckt habt. Aber auf jeden Fall Wassermelone und ein bisschen Minze, möchte ich sagen. Irgendeine Note ist dabei. Vielleicht noch so ein Tick Grundtabak. Ich mache die Kohle mal wieder ein bisschen weiter an den Rand. Ansonsten mit der Hitze, sage ich mal, könnte ein bisschen spielen. Von der Hitzeverträglichkeit ist er gut. Ja, es ist okay. Man kann ihn mal probieren. Als Ausweichmöglichkeit würde ich euch da den Alvaja Wassermelone Minze empfehlen. Der ist auf jeden Fall ein bisschen preisgünstiger. Ja, ich weiß gar nicht, ist jetzt irgendwie so ein cooler Trend geworden, 150 Gramm 13,90 Euro zu machen. Weniger Tabak und trotzdem teurer. Gut, okay. Ja, auf jeden Fall, Kevin, lieben Gruß an dich. Vielen Dank, dass ich den Tabak testen durfte. Ich habe hier auch noch einen anderen Shot. Was ist das? Tonight I'm JK oder so steht hier drauf. Mal schauen, ob ich euch den am Donnerstag vorstelle oder ob da was anderes Vorgedrehtes kommt. Ja, Freunde, ansonsten war es das eigentlich. Ja, falls euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, Freunde. Hier drüben kommt ihr zu meinem letzten Video. Könnt ihr mal reinklicken und wir sehen uns dann hoffentlich am Donnerstag, wenn ich es schaffe, vorgedreht zu haben. Und ich bin raus, haut rein, euer Shisha Schmied. Peace.